Hallo und willkommen zum vierten Video von Klettern mit 360 Grad Videos. Heute werden wir uns mit Arten und Phasen des Kletterns und mit dem Partnercheck beschäftigen. Um eine Kletterroute zu absolvieren, müssen viele aufeinanderfolgende Kletterzüge durchgeführt werden. Jeder Zug unterscheidet sich von anderen. Jedoch wird jeder Zug in drei Phasen eingeteilt: eine Vorbereitungs-, eine Haupt- und eine Endphase. In der Vorbereitungsphase geht es um die mentale Vorbereitung auf die nachfolgende Hauptphase. Dazu gehört beispielsweise, welchen Griff möchte ich erreichen und wie werde ich diesen Griff erreichen. In der Hauptphase wird der Zug durchgeführt, also das Weitergreifen zum nächsten Griff. Die Endphase wird dazu genutzt, den Schwerpunkt wieder richtig zu positionieren, also die passenden Tritte anzusteigen. Ist wieder eine stabile Position erreicht, beginnt die Vorbereitungsphase des nächsten Zuges. Während des Kletterns verschmelzen Endphase und die nächste Vorbereitungsphase miteinander. Es gibt viele verschiedene Spielformen im Bereich des Kletterns. Die wohl bekanntesten sind Alpinklettern und Sportklettern. Beim Alpinklettern geht es darum, einen Berg zu besteigen. Hingegen steht beim Sportklettern das Bezwingen von Routen im Vordergrund. Eine weitere Spielform des Kletterns, Bouldern, haben wir bereits im ersten Video genauer behandelt. Beim Klettern in der Halle unterscheiden wir zwischen Toprope und Vorstiegsklettern. Toprope bedeutet, dass an einem bereits im Vorfeld fixierten Seil gesichert wird. Beim Vorstiegsklettern wird das Seil während des Aufstiegs in die sogenannten Expressschlingen eingehängt. Toprope wird meist von Anfängern und Kletterkursen wie diesem hier verwendet. Dadurch, dass hier das Seil schon an zwei gegengleichen Karabinern am Top umgelenkt ist, bleibt die Sturzhöhe im Falle eines Sturzes sehr gering. Beim Vorstiegsklettern befindet sich der letzte Fixpunkt meist unter dem Kletterer, wodurch sich weit größere Sturzdistanzen ergeben. In diesem Kurs werden wir immer an Toprope-Stationen arbeiten, jedoch gegen Ende des Kurses die theoretischen Hintergründe und vorbereitende Übungen zum Vorstiegsklettern durchführen. Jetzt werden wir uns einem der wichtigsten Utensilien beim Klettern widmen, dem Klettergurt. Beim Sportklettern werden heutzutage moderne Hüftgurte verwendet. Brust- oder Kombigurte werden beispielsweise nur für Kinder verwendet, da im Kindesalter der Körperschwerpunkt noch höher liegt. Der Hüftgurt sollte bequem und gut sitzen, da sein Herausrutschen, theoretisch auch kopfüber, nicht möglich ist. Ein Hüftgurt besteht aus einer Hüftschlaufe, die sich oberhalb der Hüfte befinden soll, und aus zwei Beinschlaufen. Um diese Schlaufen zu fixieren, gibt es verschiedene Schnallensysteme. Wichtig dabei ist, dass der Gurt richtig angelegt ist und gut sitzt. Weiters verfügt jeder Klettergurt über einen Hauptanseilring, der Hüft- und Beinschlaufen miteinander verbindet. Am Hauptanseilring wird beim Sichern das Sicherungsgerät eingehängt, beim Toprope-Klettern die zwei gegengleichen Karabiner. Bindet man sich direkt in das Seil ein, wird durch beide Anseilschlaufen gefädelt. Zu guter Letzt gibt es noch die Materialschlaufen, die, wie der Name schon sagt, zum Transport von Material verwendet werden. An diesen Schlaufen darf jedoch niemals gesichert, angeseilt bzw. das Körpergewicht daran gehängt werden. Es passieren leider immer wieder fatale Unfälle, bei denen Materialschlaufen falsch verwendet wurden. Also Materialschlaufen nur für Material verwenden. Vor Beginn jeder Kletterroute wird der Partnercheck durchgeführt. Dieser dient dazu, sich gegenseitig auf Fehler zu kontrollieren. Der Partnercheck wird schon seit vielen Jahren verwendet und hat sich auch bewährt. In den meisten Kletterhallen befinden sich auch Plakate, auf denen der Partnercheck abgebildet ist. Als erstes werden die Gurtverschlüsse überprüft, ob diese festgezogen sind. Der zweite Punkt des Partnerchecks ist der Anseilknoten und der Anseilpunkt. Beim Knoten wird überprüft, ob dieser richtig gefädelt ist, ob er gut zugezogen ist und ob genügend Restseil vorhanden ist. Beim Toprope-Klettern werden die zwei Karabiner überprüft, und zwar indem man beide Karabiner mit einer Hand umschließt und prüft, ob sie sich öffnen lassen. Als dritter Punkt wird das Sicherungsgerät und der Karabiner kontrolliert. Auf jedem Sicherungsgerät ist ein Piktogramm, auf welchem der richtige Seilverlauf mit einem Kletterer und einer Bremshand abgebildet sind. Mit einem kurzen Zugtest kann auch die richtige Funktion des Sicherungsgerätes überprüft werden. Als vierter und letzter Punkt wird überprüft, ob sich am Seilende ein Knoten befindet. Ein Knoten am Ende des Seils verhindert, sollte das Seil zu kurz sein,
dass das Seil aus dem Sicherungsgerät gefädelt wird. Als Knoten wird hier üblicherweise ein Achterknoten verwendet, der im Ernstfall nicht durch das Gerät rutschen kann.